Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, willkommen, liebe Zuschauer, Menschen in München. Und heute freue ich mich auf Georg Mayer. Georg Mayer, Chef der Iberbühne, mitten im Herzen unserer Stadt. Aber ursprünglich kommen Sie aus Solln, ne? Und haben da sozusagen die Iberbühne auf jeden Fall mal ins Leben gerufen. Also man muss so sagen, ich bin vom Herzen Münchens nach Solln raus, ja, und habe da die Iberbühne ins Leben gerufen. Aus dem einfachen Grund, ich wollte ja eigentlich da draußen einen Jazzclub etablieren, weil mein Herz hängt am Jazz. Ich finde, da muss man wissen, dass du eigentlich eine amerikanische Mutter hast. Ne? Kann das sein, richtig, dass das irgendwie abgefärbt hat? Ja, es ist halt, der Jazz ist zu mir gekommen, also 1945, 46 oder was. Ja. Wir hatten damals die Römerschanze in Grünwald, wunderschönes Wirtshaus, das wurde beschlagnahmt von den Amerikanern und die wurden da einquartiert. Ja. Wir konnten aber oben die Wohnung behalten. Aha. Und plötzlich hörte unten Musik. Benny Goodman. Der war da? Die Band, die Giles Band, live. Die haben das nachgespielt. Okay. Und seitdem konnte ich eigentlich keine andere Musik mehr hören. Ja. Aber nochmal zu deinen Eltern, wie haben die sich kennengelernt? Die haben sich angeblich, ich weiß es aber nicht mehr genau, aber in der Schweiz, meine Mutter war da auf der Schule irgendwo, also so Blaustrumpflerin halt, gell, hat man damals gesagt. Und mein Vater ist aus Niederbayern, in der Nähe von Simbach am Inn natürlich. Ja. Und die haben sich dort irgendwie, haben sich getroffen. Also genau. Ich dachte, dass diese Jazz-Sympathie von dir auch über die Mutter gekommen ist. Die Mutter hat eine höhere Stufe gehabt, die ist natürlich nur klassisch und so. Also das war immer alles ein bisschen weiter Drama. Okay. Mein Bub, was soll ich mit dir das machen? Okay. So, und das sollte eigentlich ein Jazz-Keller werden? Es sollte draußen ein Jazz, ein Laden, ein Keller, natürlich war ebenerdig. Ja. Und ich wollte natürlich keine Biermusik, kein Bier-Jazz machen, sondern das, was mir am Herzen liegt. Und es ist einfach so, wie es in vielen Dingen ist, wenn was zu gut ist, haben wir zu wenig Zuschauer. Ja, und dann kommt dieses Bayerische auf dich zu. Ja. Aber was ich interessant fand, den Satz von dir, wenn da Leute mit Lederhosen auf dich zugekommen sind, dann hast du die Straßenseite gewechselt. Das muss man sagen, das war in den 50er Jahren, das ist ganz klar. Ja. Also die Trachtengeschichte oder sowas war natürlich stark mit Nazi behaftet. Ja. Den Hitler hat man in der Dings gesehen. Und damals trugen auch Tracht nur alte Leute. Junge, wir sind nicht auf die Wiesn mit der Tracht, wir sind mit der Bomberjacke raus und mit den Jeans. Und cool halt über James Dean und Brando war halt normal, aber nicht Tracht. Genau, so muss man das aus der damaligen Zeit verstehen. Genau, so muss man das verstehen. Ja. Und das waren auch alle, die haben alle so braune Gedanken immer noch im Kopf drin gehabt. Ja. Dann hast du noch geschaut, dann hat der Lederhosen noch gehabt. Also übertrieben jetzt. Ja, klar. Und das lag uns, also unserer Clique natürlich, überhaupt nicht. Also mir war klar, wir sind ins Kino gegangen, die ganzen Brando-Filme natürlich ganz klar. Also vorher die ganze schwarze Serie mit Humphrey Bogart und so weiter. Also das war unsere Welt. Ja. Und viele von uns sind auch deswegen dann, wegen der Filme wahrscheinlich und der Musik natürlich, rüber nach Amerika. Ja. Und haben sie dort etabliert auch. Und was hat dann für dich sozusagen die Drehung gebracht? Wie bist du jetzt sozusagen, denn wenn man sich hier in deinem Theater umguckt, ist es natürlich bayerisch und du siehst dann auch bayerisch aus. Mittlerweile habe ich meinen bayerischen Gegenteil. Ja. Also ich fühle mich als Bayer wahnsinnig, das ist ganz klar. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich bin dann das war so. Also durch die Musik, wie eben gesagt, keine Zuschauer. Und mein Schlüsselerlebnis war dann, irgendwann einmal hat Bobby Jones umgespielt, also damals in Europa, beste Saxophonist überhaupt. Aha. Und der spielte meinetwegen, stellen wir uns vor, da drum, mit seiner Band. Ja. Ich bin da, schaue richtig vorne auf. Und dann irgendwann bei einem irren Chorus wollte ich also mich mit jemandem mitteilen, dass ich sage, so, hörst du das, was da drin ist? Schau um, da sind da hinten zwei Frauen gewesen und sonst. Ja. Und auf der Bank hat es auch nicht gut ausgeschaut. Davon kann man nicht leben. Davon kann man nicht leben. Dann hat ein Freund von mir, der Gerhard Löw, hat gesagt, du pass auf, mach doch einfach Bauerntheater.
Jetzt musst du dir das so vorstellen. Ja. Das sind ja Sachen, da wo ich auf die andere Straßenseite rübergegangen bin. Und jetzt soll ich das einfach mehr machen. Aber der berühmte Strohhalm, man hat es versucht. Mhm. Und der Gerhard Löw hat dann zu mir auch noch gesagt, du pass auf, wir machen das so. Ich schreibe ein Stück, du inszenierst das, besetzt das und spielst das. Mhm. Sag ich, ich habe noch nie Schauspielerei gemacht, du hast noch nie ein Stück geschrieben. Er sagt, das machen wir schon. Und dann hat er ein Stück geschrieben, ich habe keine Ahnung gehabt, Hochstands-Josef hieß das damals. Und bei mir ist verkehrt der Bayerhammer, Maxl Graf, Filzmeier und so weiter. Also am Stammtisch. Ja. Dann habe ich das Stück gelesen, dann habe ich es an Karl Obermeier gegeben. Sage ich, Karl, ich riss einmal durch, kann man so was spielen. Nach zwei Tagen kommt er zurück und sagt, unspielbar. Selbst bist du drei, vier Mal gegangen, ja. Maxl Graf, und unspielbar. Aber da hat bei mir irgendwas gesagt, nein, ich spiele das. Und dann habe ich das versucht zu inszenieren auch. Und die Leute eben, das Kriterium, dass man besetzt wurde, war, dass man Bayerisch kennen hat. Also du bist selber dann auf die Bühne gegangen? Auf die Bühne, inszeniert selber auf die Bühne. Wie hast du dich da gefühlt? Ja, ich mochte es nicht eigentlich. Ich mochte die Schauspielerei überhaupt nicht. Weil man gedacht hat, du kommst jetzt vom Jazz her. Und im Jazz ist alles frei, improvisiert. Das Gefühl kommt raus. Hier bist du da oben und bringst auswendig gelernte Sätze. Da unten sitzen Leute, die wissen, dass du das auswendig gelernt hast. Aber meine, das ist nicht, also das ist ein Schmarrn, sage ich, das ist ein Kass. Aber wir haben es gemacht und es hat sich also wahnsinnig eingehaut. Sag mal, ihr wart alle besoffen beim ersten Mal, oder? Nein, nicht beim jedes Mal. Jedes Mal. Und das war diese unfreiwillige Komik, die da rauskam. Ja. Das könnte ich heute nie mehr so inszenieren. Völlig unmöglich. Und die Leute sind unter den Tisch reingerutscht. Ja. Also habt ihr improvisiert auch ein bisschen, oder? Ja, nur weil von uns ja den Text sich gar keiner merken konnte. Ja. Und dadurch kam was raus und da war der Fassbender unten in der Fraunhofer-Schwerdings mit seinem Antitheater. Und mir war das ins Bayerische, das war genau dasselbe, das war genau so eine Scheiße. Weißt? Aber so schon. Und auf einmal blättert ich, kann ich Abendzeitung sagen? Ja, ja, natürlich. Blätter ich die Abendzeitung tolle so Zeitung durch, wie immer das. Auch von mir steht da drinnen immer Bühne. Überschrift: München sucht ein Volkstheater und Solln hat eins. Vom Chef, der Lesch war der Chef damals vom Feuilleton. Jetzt denke ich mir, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Da muss ich ja was liefern. Da kommen ja sicher irgendeine andere Leute, die zerreißen in der Luft. Und dann habe ich mich also erstmal so, der Franz-Peter Wirth hat mir dann die Möglichkeit gegeben, dass ich unten beim Drehen, die drehten gerade am Wittiber vom Thomas, dass ich unten Mäuschen machen konnte und zuschauen konnte. Und dann habe ich mich so selber also, ja, einfach neigabert. Und dann kam aber eigentlich, dann habe ich mich mit der Schauspielerei dann versöhnt, als sie zum Löw gesagt haben, wir bauen in Heer. Ein Heer? Nein, in Heer. Das Musical. Achso, ja. Her. Wolltet ihr spielen? Nein, wir waren da drin in der Vorstellung. Ach so. Ach so. Und dann sage ich, du, pass auf. Im Deutschen Theater? Im Deutschen Theater. Ja. Wir müssen ein Musical machen. Sagt, haben wir doch noch nie gemacht. Er sagt, den anderen Scheiß haben wir doch auch noch nie gemacht. Sag ich, wir machen ein Musical, bayerische Wuderergeschichte, mit modernster Musik. Also Jazz, meine ich natürlich, klar. Und das ist auch der Unterschied zwischen, ich sage mal, dem klassischen Bauerntheater, oder? Ja, wo du dich ja auch ein bisschen von absetzt. Ja, aber völlig absetzt. Es hat den klassischen Bauerntheater. Es ist ja bei uns nicht so, dass du, also zumindest wird man das immer wieder gesagt, bei denen Stücke weiß man nicht nach dem zweiten Satz, wie es ausgeht. Ja, das ist natürlich auch und schön. Und es gibt auch nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei. Ja. Weil auch der Grummihund wird so gespielt und so dargestellt, dass er von unten geliebt wird. Also das finde ich ganz wichtig, dass man eben bei so einem Bauerntheater oder so, da weiß ja, man eben nein, wirklich... Ja, nein, das Bauerntheater hat seine Berechtigung ganz, ganz toll, finde ich wunderbar. Aber genau, man weiß genau, wie das ausgeht, aber, wer das mit ist wem immer, zum Schluss... Natürlich, Romy und Jürgen, also 80% die Alten streiten und die Jungen kommen nicht. Was heißt eigentlich Iberl? Iberl war der zweite Bürgermeister von Solln. So ein Odrader Hundling, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Als ich 1966 da rauskam, also 1966... Ja. Und aber am Stammtisch, da waren die ganzen Alten noch gesessen dort, weil ich die noch gelebt habe. Die waren so 70, 80, 90. Und da habe ich am Stammtisch dann immer die Geschichten von dem verzeiht worden. Aha. Und da habe ich
drei Stücke über diese Geschichten von ihm gemacht. Holla Köcherl unter anderem. Aha. Haben wir so viel Zeit, dass ich die kurz umreiße? Ja, aber vielleicht erzählst du mal kurz, wie du überhaupt so ein Stück schreibst. Ja? Weil ich fand das ganz interessant, dass es bei dir gar nicht irgendwie die Geschichte ist, sondern die Menschen, an denen du deine Geschichte aufziehst. Es ist so, es gibt keine Figur, die ich schreibe, die ich nicht persönlich gekannt habe, so wie sie ist, so wie ich sie versuche auf die Bühne zu stellen. Also es ist eine Gefahr, wenn man sich mit dir unterhält, dass du sagst, das ist so einer, den hole ich. Oder zumindest, ja, das kommt natürlich oft. Nein, aber von früherer Zeit her. Wir haben ja wie gesagt, die Hundskugel kommt ja immer, es ist ja immer so ein Punkt bei mir. Und in der Kugel ist ja da hinten dieser Bunker, der Turmbunker. Mhm. Und der war da, damals nach dem Krieg, war das ein Obdachlosenasyl. Und da kamen Leute zu uns rein, Chirurgen, Rechtsanwälte, Akademiker, aber durch den Krieg völlig zerstört. Mhm. Und das waren Typen, also ein Gangster natürlich, Vollspieler und was weiß ich, das ganze Gesocks, wie man heute sagt. Ja. Also ich habe die alle geliebt, muss ich sagen, obwohl es fast lauter Kriminelle waren. Also auch die Akademiker haben hingelangt, wo es gegangen ist. Ja. Und die Figuren, ich wusste damals nicht, dass ich schreiben würde, Schauspielerei machen. Mhm. Aber als ich das anfing, kamen die Figuren eine nach der anderen rauf. Aha. Und jetzt ist es so, um das zu sagen, wie ich schreibe, ich denke mir eine Geschichte aus, Waage. Und die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, kommt nie auf die Bühne. Sondern dann kommen die Figuren und ich fange erst zu schreiben an, wenn die Figuren mir ihre Geschichte erzählen. Und dann bin ich eigentlich nur noch der Dompteur meiner Fantasie, dass bei jede Figur versucht sich ja dann vorzudringen. Und jede Figur gibt ja so viel her. Jetzt muss ich mich auch selber disziplinieren, dass ich da, sonst habe ich da, das geht halt einfach, es gibt Hauptfiguren und es gibt Nebenfiguren. Sitzt du dann vom Computer oder machst du es mit der Hand? Also früher war es ja mit der Hand und mit vier verschiedenen Farben. Also das sah immer aus auf dem Papier wie Schlachtfeld. Und habe damals dann natürlich mit der Maschine geschrieben und Computer war schon längst Usus. Da habe ich mich immer noch gesträubt, mit Computer zu schreiben, aus dem einfachen Grund, weil mir gemeint hat, da geht die Kreativität weg. Da ist jetzt irgendwas elektrisch, da was ich habe mit einer super Kugelkopf-Dings geschrieben. Also Schreibmaschine? Ja. Mit der geschrieben hat das ganze Haus gewackelt. Ja. So ungefähr war die Yoga. Und da war immer noch die Null oder das O durchgeschlagen durchs Papier. Was ich auch interessant finde, ist, dass du mit deiner Familie, mit deiner Tochter, mit deiner Frau zusammenarbeitest. Ja. Und wenn wir jetzt gleich aus der Werbepause wieder zurückkommen, dann würde ich ganz gerne mal hören, wie sich das anhört, wenn ihr gemeinsam ein Lied singt. Ja. Können wir das machen? Freilich machen wir das. Das ist doch ganz was Schönes. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Wo siehst du schon?
Ich muss jetzt eine Hand frei haben und dann klatsche ich. Und dann habe ich noch die Aufgabe, die Musik auszumachen. Das mache ich jetzt. War wirklich super gut, super gut. Und jetzt mache ich die Musik aus. Und jetzt, also wenn man so ein glückliches Ehepaar da sitzen sieht, dann kommt man selber ins Grübeln. Ist das immer so harmonisch zwischen euch beiden? Eigentlich schon, wirklich, ja. Ja? Doch, oder? Ja, wir kann es von meiner Warte aus anders sein. Ja, obwohl du giltst als sehr streng und dominant als Regisseur. Ja, die einen sagen so und die anderen sagen so. Du weißt halt, was du willst und das muss er sein, oder? Ja, nein, streng ist es in dem Sinn nicht. Also das war vielleicht einmal vor 30, 40 Jahren. Aber jetzt, ich weiß ja, wenn du mit den Leuten arbeitest, du musst gute Stimmung machen. Das ist die erste Aufgabe eines Regisseurs ist Harmonie, nicht alles zerstören. Viele sagen ja, alles zerstören und dann neu aufbauen. Habe ich auch schon gemacht. Bringt nichts. Bringt überhaupt nichts. Sondern es muss harmonisch ablaufen, es muss viel Humor dabei sein, viel über sich selbst lachen können, auch über die anderen. Und nebenbei entsteht das Spiel dann. Lässt der Ehemann von dir ein Star entstehen auf der Bühne, dass einer herausstrahlt? Oder? Er versucht eigentlich wirklich jeder Figur, jedem Schauspieler das Beste rauszukitzeln. Und dadurch werden ja die Stücke auch am besten, indem er einfach das Möglichste rausholt, als jedem immer entlang seiner Möglichkeiten und niemanden überfordert. Eigentlich macht er das perfekt. Also es gibt nicht einen Star in dem Stück, sondern eigentlich versucht man, dass jeder gleich ist. Es muss immer ein Block sein. Ein Ensemble. Wenn es kein Block ist, taugt es nichts. Weil das merkt man doch an der Fußballmannschaft. Was ist die beste Fußballmannschaft, wenn du einen Star drin hast und sonst lauter Luschen? Ja klar, die müssen alle irgendwie es ist das gleiche Niveau haben. Und dasselbe ist es auf der Bühne. Zumindest sehe ich das so. Und deine Aussage, dass immer weniger Schauspieler richtig gehen können und sich richtig bewegen können, steht die noch oder war das eine Phase? Ja, ich stelle schon fest, dass es mittlerweile wahnsinnig viele Bewegungslegastheniker gibt, sage ich immer dazu. Aber naja, das ist hier, also es ist so viel drin bei vielen Leuten und sie wissen es nicht. Und wenn man das Ventil findet, dass man das aufmachen kann, das dauert natürlich oft mal. Also ein Schauspieler hat einmal gesagt, der Josef Glas, also beim Iberl musst du 7 Jahre spielen, dann weißt du, was Schauspielerei ist. Sind das alles Profis, die bei euch spielen? Ja, zum Großteil Profis, aber auch sehr gute Amateure, wobei ich sagen muss, also die Monika Gruber hat nicht gekannt auf der Bühne oder sonst was. Die haben alle und auch die Lucy Kinseher. Aber nach 2-3 Tagen habe ich gewusst, die haben einen Krebs, die kapieren das sofort. Und da ging das wahnsinnig schnell. Wie ist denn das? Also da ist ja nun wirklich ein Star entstanden bei euch. Also die Monika Gruber und auch die Kinseher, sind zwei ganz tolle Kabarettisten. Ja, also haben wir noch guten Kontakt zu auf dem Boden blieben beide, gell? Wahnsinnig dufte Mädel alle zwei. Also muss man wirklich sagen, also Hut ab. Chapeau. Die haben richtig in eurem Ensemble mitgespielt. Von Anfang an, die Luisa zum Beispiel, sie sagt es ja selber, das darf ich dann ruhig nachquatschen, aber ihr Studium hat sie so praktisch mit den Gagen von hier verdient. Klar. Und die Monika ist ja gekommen, das ist eine schöne Geschichte gewesen, da war das nach der Vorstellung im Zollen draußen noch und ich saß am Stammtisch und dann kam sie her, also super ausgeschaut, lange Achsen und so, nicht schlecht. Und so. Und ja, was wollen Sie denn? Ja, darf ich mich hersetzen? Ja, Freude, setzen Sie einer her. Ja, ich würde gerne bei einer mitspielen. Und denke ich mir, so wie die ausschaut, kann man schon brauchen. Und dann sage ich, ja, wo haben Sie denn schon gespielt? Nirgends. Dann sage ich, wie stellen Sie denn das vor? Sie gehen sicher in die Arbeit und so. Ja, sagt sie, Freude, gehen in die Arbeit. Dann sage ich, wir proben untertags und abends spielen. Dann sagt sie, der hat das sofort dort liegen und stehen lassen. Und wir haben uns dann gedacht, ja, also
kann man ja furchtbar und möchte eine Schauspielerei machen. Aber weil es einfach wahnsinnig sympathisch war, habe ich gesagt, passen Sie auf, wenn Sie es wirklich wollen, dann gehen Sie jetzt zur Zerbon hinunter, sagen Sie, kommen von mir, weil Sie mit den Jahren schon drüber, die nehmen nur bis 24 Jahre Aufgabe. Und sie war schon 24, Schauspielschule. 24,5, Zerbon ist Schauspielschule, klar. Und dann ist sie da runtergegangen. Ich habe das eigentlich dann auch vergessen gehabt. Aber dann fiel mir vor den Proben eine Schauspielerin aus. Und dann geht ein anderer Schauspieler zu mir her, der mit dabei gesessen ist, mit der Monika, und sagt, du, da war da so ein Langhaxer, die wollte doch bei dir spielen. Dann sage ich, ja, aber mein Gott, so spielen wollen viele. Nein, die ist unten bei der Zerboni. Sag ich, und? Dann war noch eine Schauspielerin, die auch bei mir gespielt hat und unten Schülerin war. Dann sage ich zu der, und wer ist? Dann sagt die, super. Vor allen Dingen kann sie ja auch gut Bayerisch. Ja, und ja. Wenn ich da an ihre Tochter denke, die konnte es irgendwie nicht, ne? Ja, meine Tochter kann schon Bayerisch. Die ist ja in der Garderobe groß geworden. Also, ja, obwohl es da auch Momente gab, wo sie daran gezweifelt haben. Ja, es ist, sagen wir mal so, es ist eine kleine Fremdsprache, kann man mal so sagen. Also ja, die Hauptsprache ist schon das Schriftdeutsche, ja. Wann wussten Sie, dass das hier was für Sie ist? Wann haben Sie irgendwann kennengelernt und wann war das für Sie klar, dass das irgendwie für Sie auch eine interessante Lebensaufgabe ist? Ich bin vor der Schauspielschule runtergekommen und habe dann erst so ein Personenstück gemacht, das Kunst deine Mädchen von Irmgard Keun, und habe mich dann beworben beim Iberl und habe gesagt, kommst doch mal zum Zuschauen. Und da bist du dann auch tatsächlich gekommen, damals ins Theater und so fort, und fandst es wohl ganz gut. Das war saugut. Hast mir dann gleich eine Rolle geschrieben. Es war so. Ich habe das gesehen und bin dann nach Hause gegangen, habe dich dann am nächsten Tag angerufen oder du mich, egal wie auch immer. Dann habe ich zu dir eigentlich gesagt, sie passen uns auf, also das Iberl, das ist für sie, sie müssen an ein Großtheater, also was ist, was sie drauf haben. Nein, es war wirklich so. Und so weiter und so. Ja, sag ich, na, probieren Sie es halt. Ich muss natürlich sagen, sie hat schon vorher eine Ausbildung als klassische Sängerin gehabt und alles. Gell? Dann haben wir das angefangen mit dem Hansi Gras, gell? Ja, dann haben wir O-Zaft ist, war genau. Mein erstes Stück da. Und seither kam ein Stück nach dem anderen. Ja, und alles andere auch dazu. Wie ist das jetzt? Wenn Schauspieler, also hier die Iberl-Bühne jetzt gesehen haben, oder können die sich hier bewerben? Oder wie funktioniert sowas? Wir kriegen viele Bewerbungen per Mail oder auch, dass jemand einfach vorbeischaut, weil bei uns ist der persönliche Kontakt einfach ganz wichtig, dass einer ins Ensemble reinpasst. Das ist mindestens genauso wichtig, als dass er jetzt schon super top spielt. Weil wir sind eine große Familie eigentlich, kann man sagen, gell? Mit allen Schauspielern zusammen. Momentan haben wir sehr viel Harmonie, muss ich sagen. Ja, das stimmt, ist wichtig, weil ein falscher Schauspieler kann alles vergiften dann in der Garderobe. Und dann macht es keinen Spaß mehr. Und das ist das Wichtigste, dass das Spielen auch Spaß macht. Das merken die unten auch, wenn da Disharmonie drin wäre. Das Publikum überträgt sich. Ja, ihr habt natürlich hier auch eine tolle Location, ne? Also direkt mitten in der Stadt. Also da kann man von der Augustiner Brauerei nur sagen, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Also wirklich ganz toll. Und dass die eben in so einem kleinen Theater, also diese Location so bezahlbaren Dings macht, also das ist schon, also da muss man schon einen großen Diener machen, das stimmt. Wenn man jetzt hier euren Zuschauerraum sieht, wo sind da die besten Plätze? Es gibt nur beste Plätze. Dadurch, dass wir zwei Stufen hinten haben. War deine Idee? Perfekt, ja. Die Erhöhung ist wie im Kino. Ich bin auch der Architekt ein bisschen gekämpft. Der hat das nicht so ganz. Weil das wurde ja extra für uns so umgebaut. Aber hinten dann, ist genauso aber gut es, wie es gibt vorne. Keinen schlechten Platz hier. Und jetzt gibt es bei euch auch Essen, ne? Also man kommt hierher, isst und dann geht es... Genau, also die Familie Vollmer, also vom Wiesenzeit, die Wirtsleute, und auch hier vom Augustiner, die bewirten das mit. Also. Was kostet mich denn dann so ein Abend bei euch? Ja, also unseren Eintritt, also im Schnitt 20 Euro. Und ja, mein Schweinsbraten 14,50 Euro, ja, wir waren nicht so lange in der Vergangenheit, 14,50 Euro, ja, und ein Bier dazu, also ja, am 50er, meine muss man schon hinlegen. Orientiert ihr euch auch so an neuen Themen? Also was würde mir da jetzt einfallen? Also Umwelt ist ja im Moment ein riesiges Thema, jeder redet über Umwelt, wie sie, also
erhalten bleiben muss. Sind das so aktuelle Themen, die ihr auch aufgreift? Da muss ich sagen, da war ich meiner Zeit um 30 Jahre voraus. Vor 30 Jahren habe ich das erste Umweltstück als Musical letzte gemacht. Die letzte Nachtigall, ein irres Stück damals. Aber das war das Publikum so geteilt. Es ist unglaublich. Und dadurch, dass man nicht subventioniert ist, kann ich ja nicht so nachhageln. Ich finde, das muss man auch nochmal betonen, ja, dass ihr nicht subventioniert alles seid, sondern selber. Das alles ist, selber. Das ist, wenn es da dann nicht geht, wenn man nicht wirklich alles in Personalunion machen darf. Das ist eine klassische Selbstausbeutung. Schreiben, spielen, ja. Büro. Ja, alles Requisiten, die Entwürfe fürs Bühnenbild, wir machen halt alles selber. Sonst ging es nicht um dieses. Ja, ja. Also da fällt mir doch die Komödie im Bayerischen Hof ein, die machen auch alles selber, ja, ja, die haben ja auch keine Subventionen, aber sonst gibt es eigentlich wenig Theater, ja, ja, die nicht doch immer irgendwoher Geld kriegen. Ja, ja, also wir haben einfach immer noch den wahnsinnig guten Ruf, dass die Leute also wirklich zuhauf kommen, was gut ist. Im Sommer, voriges Jahr hat es ein bisschen auslassen. Im Sommer. Bei 40 Grad. Bei 40 und die Weltmeisterschaft und die Obwohl Olympiade. Obwohl wir Klimaanlage haben. Hier ist der Leute, hört zu, hier ist der kälteste Punkt von ganz München. Da müssen Sie einen Beizmantel mitnehmen bei uns. Es gibt ja auch dieses Stück, wo ihr beide euch anschreit. Ne? Die Gratlaufer, ja. Die ganze, oh. Da erschrecken sie mal unten. Gell? Könnt ihr das spontan machen? Oder? Ja, freilich können wir das machen. So eine kurze Szene. Muss ja aufstehen. Mehr Gewicht. Alle seid es Mörder von. Es alle seid es Mörder! Das lassen wir nicht gefallen, Maria. Sowas lassen wir uns nicht gefallen. Von einem unmündigen Grattler, der mördert, nimmt es mir ein Dobas auf. Der Graf, wenn das erfahrt, dann lasst ihn einsperren. In die finsterste Keich ein Dobas auf, wie es der Dampfer gewährt. Das ist nicht wurscht! Da hat sich die lausige Hexe an mich einen Mörder zu nennen. Sag einmal, sind wir jetzt so weit, ha? Dass so eine Grattlermann seinen gräflichen Forstverwalter bis aufs Blut beleidigen darf? Na, Dirndl, so weit sind wir noch nicht. Alle Ermittlungen unsererseits die Geschichte aufzuklären, sofern es überhaupt was zum Aufklären gibt, werden auch sofort eingestellt. Der Zins für Wohnen ist heute noch fällig. Und dein Vater hat drum im Schloss zum Erscheinen und hat sich zum Entschuldigen für dich persönlich mit dem Hut in der Hand. Hast du mich verstanden? Male Fetzdeutschen! Hau ab! Und schleich dich! Da braucht man sich dann privat überhaupt nicht mehr anzuschreien. Ne? So das ja, wir laden das hier ab. Wir werden dafür bezahlt. Und der Arm ist eitel Sonnenschein. Das ist eigentlich etwas, was ihr anbieten solltet als Therapie. Therapie. Einfach mal hier hinstellen. Wir können ja untertags noch therapieren. Ja, genau. So fühlt sich das an, wenn man von dieser Warte aus spielt, ne? Denn das nutzt ihr auch hier. Ja, natürlich, es gibt etliche Stücke mittlerweile, wo ich hier, wir sagen Oberbühne dazu, ja, die ich hernehme, das ist ganz klar. Und ich meine, ihr habt sicher viele gute Stücke gespielt, wenn so ein Stück dann aber ein Flop ist, woran merkst du das? Ich habe noch nie einen Flop gehabt, ehrlich, so. ganz ehrlich. Ja. Lediglich nur mit dieser letzten Nachtigall, die wir schon besprochen hatten, also das Umweltstück. Ja. Da war die Meinung geteilt. Das Schlimmste, was wir je gesehen haben, und das Beste, was es überall gespielt hatte. Aber da kann ich nicht rein. Also ohne Subventionen kannst du nicht agieren. Oder nicht agieren, sondern agitieren. Agitieren jetzt, okay. Okay. Sagst du das. Mit dem Bayerisch kommt man mit den groben Wörtern. Ja, also, ja, tschüss, ja. Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass das... Also Ab welchem Moment, wenn jetzt alles ein Erfolg war, ab welchem Moment spürst du, dass das Publikum, dass es hast, dass es gepackt hast? Ja, die Momente sind nicht immer gleich, das ist klar. Ja. Manchmal hilft dir der Text und der kommt 100-mal super an und plötzlich hast du bitte unten und du denkst, ah, das ist eine Gruft. Und das merkst du dann, aber du merkst die Leute, wissen nicht, wie es hingeht, so, weil da kommen ja oft Leute, die noch nie hier waren und haben Komödienstadel im Kopf, ja, wo es also die klaren Linien da sind und das ist hier nicht, ja, sondern du musst mitdenken, wenn du 2-3 Minuten nicht mehr aufpasst, bist du draußen. Erklär nochmal genau, warum das kein Komödienstadel ist. Was unterscheidet euch?
Ja, wir haben viele Elemente des Komödienstadels auch drin, aber eben in einer anderen Zusammensetzung, wie wir schon gesagt haben. Wir spielen Bayerische, es gibt einen Wilderer und was weiß ich, aber es gibt einen Blues und einen Jazz dazu. Also es ist immer eine Kontroverse, auch da im Spiel und auch natürlich, dass man sagt, es gibt nicht diese klare Schwarz-Weiß-Malerei, sondern jeder Charakter hat auch irgendwo das, was du gern hast, obwohl er so eine Drecksau ist. Ja. Aber verreckter Hund ist was. Wo du gerade Drecksau, verreckter Hund sagst, das sind so Rollen, die du ganz gerne auch spielst. Gell? Also das fast eigentlich nur. Ja. Weil da ist ja was drin, oder? Das ist doch wunderbar. Also, was soll ich denn einen netten, einen lieben Spinner? Das bin ich ja in Natur. Ja, selbstverständlich. Böse Zunge behaupten, wenn ich hier oben so eine Drecksau spiele, dann sagen die, so wie er da oben spielt, ist er. So wie er unten im Leben ist, spielt er. Aber ja, das ist natürlich interessant und ich meine, ihr müsst ja nun auch Requisiten haben und das muss ja alles irgendwo verstaut sein. Wo ist das? Ja, wir haben da hinten eine große Requisitenkammer. Ja. Hier haben wir die Garderobe hinten. Da müssen wir mal hingehen. Ja, können wir machen. Wollen wir mal hingehen? Weiteres, ja. Gehe ich voraus, wenn es erlaubt ist? Ja, gerne. Denn hier gibt es ja auch die sogenannte Couch. Ja, früher hat man sowas Besetzungscouch genannt. Ich sage das nur, weil sie sich so schön... Ja, das ist ein schönes Thema, aber wahrscheinlich hat es einen in dem Sinn nie gegeben, aber es ist eine Legende. Aber ihr habt hier, also von den Hüten her gibt es für jede Person, für jeden Charakter, habt ihr einen Hut, oder? Ja, wie es halt gebraucht wird, wir haben hier auch noch viele Hüte, ich habe auch zu Hause dann auch noch, also die teuren Sachen, die sind bei mir zu Hause im Speicher oben, die lasse ich nicht hier, weil wenn die durch irgendwelche Art wegkommen, die waren unersetzlich. Ja. Weißt du, wirklich von, da ist halt das Trachten, sag Gott, das ist halt von 1902 und die Lederhosen. Ja. Ah ja, klar. Aber wenn man dann da reinschlupft und das Stück spielt 1902, dann bist du ein Typ von 1902. Es geht eine Verwandlung vor. Aha. Das ist wirklich wahr. Ja. Wie viele Leute sind immer so bei euch im Ensemble? Wie viele machen da mit? Ja, das ganze Ensemble würden so, denken wir, so 18 Leute sein. 18 Leute in einem Stück auch? Nein. Das kann man nicht erzählen. Unsere Stücke gehen von 4 bis 6 Leute. Okay. Und dann wobei wir beide fast immer mitspielen. Ja. Also zahlen wir, brauchen wir dann bloß 4 oder 3. Ja, wie gesagt, sonst geht es halt einfach nicht. Ja, klar. Ja. Mhm. Und wie geht das jetzt hier weiter? Da hinten gibt es, glaube ich, noch mehr zum Angucken. Ja, da hinten haben wir also nochmal auch Kostüme dann. Ja, lass uns mal zu den Kostümen gehen. Da haben wir so eine kleine Werkstatt. Ja. Da habe ich allerdings noch nie hingelangt, weil jeder sagt zu mir, wenn ich einen Hammer in die Hand nehme, liegen aus der Hand, das kannst du nicht. Du bist der Künstler. Ja, bist der Künstler. Dabei wäre ja so gut. So gerne Handwerk wirklich begabt, also das war mein ganz großer Traum. Ich würde gerne Klavier spielen können. Ja, habe ich 5 Jahre, habe ich nicht gesagt trainiert, sondern versucht. Also gehen wir mal da hin. Ja, gerne. Achso, hier sind auch die ganzen Kostüme. Mhm. Ja. Und da sind die ganzen, also auch wieder ein Teil der Kostüme da. Ja. Aber okay. Ja, wir hatten hier einen Durchblick, also ich meine, wer weiß, wo. Ja, eigentlich hatten den Durchblick meine Tochter, aber die hat ja jetzt seit einem Jahr eine wunderschöne Augustinerwirtschaft, wenn ich das sagen darf, in Rosenheim, auch in der Fußgängerzone zum Augustiner, ein wunderschönes Wirtshaus und hat dadurch natürlich notgedrungen wenig Zeit. Achso, die spielt auch gar nicht mehr mit hier? Jetzt spielt sie natürlich nicht mehr mit. So. Das ist natürlich ein Verlust, oder? Ist ein großer Verlust, ja, natürlich, ganz klar, weil die beiden Mädchen haben ja eigentlich alles abgenommen, auch die unangenehmen Dinge, die so passieren, die sind gar nicht zu mir gekommen, also das war alles immer so schön. Ja, ich fand es interessant, was deine Frau gesagt hat, dass es eben, dass die Harmonie stimmen muss. Ja, dass wenn da einer nicht reinpasst. Wenn du abends ins Theater gehst und gehst hinten in die Garderobe rein und in dem Ensemble ist einer, der stinkt, sage ich mal. Ja. Dann freut dich das ganze Spiel nicht mehr. Ja, das glaube ich. Dann magst du es nur. Aber ich bin ja in der Position, dass ich sage, ja, das Stück läuft nicht und das müssen wir absetzen. Aber es war natürlich viel Arbeit dahinter. Das ging ja mit einem leeren Blatt Papier an bei mir. Ja, klar. Und dann schreibst du das, dann inszenierst du das und dann spielst du das. Und dann sagst du mir nach einem Jahr oder sowas. Was ist denn, wenn einer hängen bleibt bei euch während des Stücks? Da freue ich mich sehr immer. Und manchmal profitiere ich das natürlich auch. Also,
ich extemporiere sehr gerne. Also der Slogan ist, also wenn einer hier im Iberl extemporiert, dann ist es der Meier. Und jetzt ist es manchmal so, dass mit das, das wird dann langweilig drauf. Jetzt denke ich mal irgendwas aus. Also jetzt und, sagst du was, was der, mit dem ja, gar nicht rechnet? Ja, viel, viel schlimmer. Ich steige direkt aus. Ich steige direkt aus und sage, du, wieso sprichst du den Satz jetzt so? Wir haben doch das bei den Proben ganz anders studiert. So, in der Form. Ja, du geh mal runter und hol dir ein Rollenbuch und schauen wir mal nach. Aber, und das ist natürlich, die Sachen mache ich, wenn unten Kälte ist. Wenn, wie wir gerade geredet haben, wenn unten Gruft ist. Also wenn die nicht mitgehen. Genau. Ja, dann mache ich irgend sowas, dass wir also einen ganz großen Fehler gemacht haben. Und da fällt mir dann immer was. Und dann hast du sie. Ja. Dann hast du sie. Ja, ja, klar. Dann gehe ich auch runter und sage, mal, steht das da? Mache ich eigentlich immer. Und wenn ich da unten dann mit Glücken Schriftdeutschen und eine Schriftdeutsche erwische, dann kann man natürlich wahnsinnig voll bringen. Die Arme. Das ist natürlich unglaublich toll. Ja, ja, aber immer mit Fingerspitzen, also nie beleidigen oder irgend sowas, aber augenzwinkernderweise. Aber dann hast du das Publikum. Ja. Dann hast du sie. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass wir hier einmal in der Überbühne mit dir überall durchsteigen konnten und weiterhin natürlich viel Erfolg. Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich für das wunderschöne Gespräch auch. Danke. Jeder hat schon was verloren, da bist du nicht allein. Und was verreckt wird, nein, geboren, wir haben damit nichts da. Das ist der Lauf der Welt, der Geschichte. Da gewöhnst du schon noch drauf, wenn was verschwindt, lernst dann Verzicht. Vielleicht bist du auf Gott froh. Mit Schwung musst rechnen, guter Mann. Mit Schwung musst rechnen, sowieso. Mit Schwung musst rechnen, jederzeit. Mit Schwung wirst rechnen, Liebe leid. Wenn ich schon äußerst weib davon, der Schnaps verdorben beim Brenner. Seit 10 Jahren der Stecker schon, der letzte Gewinn beim Rennen. Kein Schrecken, Blattleis, Rost und Frost. Es geht an unser Sachon, auf der Truhe im Teufel Brust. Dafür kein Blitz dein Dorf. Mit Schwung musst rechnen, guter Mann. Mit Schwung musst rechnen, sowieso. Mit Schwung musst rechnen, jederzeit. Mit Schwung musst rechnen, Liebe leid. Mit Schwung musst rechnen, guter Mann. Mit Schwung musst rechnen, sowieso. Mit Schwung musst rechnen, jederzeit. Mit Schwung musst rechnen, Liebe leid. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.